So, willkommen zur Weltmeisterschaft in Oberhof. Gestern habe ich es angekündigt, dass wir so ein paar kleine Prognose-Videos machen, wollte ich es eigentlich nennen. Jetzt wird es keine Prognose, sondern wir schauen mal, wie gut ist NGL Biathlon tatsächlich gerade. Sprint der Damen beendet. Bin jetzt gerade zurückgekommen von der Arbeit und habe die freudige Nachricht gelesen. Denise Hermann-Wick holt sich Gold bei der Weltmeisterschaft in Oberhof vor Hanna Öberg und Lynn Persson, also zwei Schwedinnen. Noch dahinter Marte Olsbu-Reuseland auf der 4, Vitozzi auf der 5. Können wir dann später ein bisschen eingehen. Ich habe jetzt mal versucht, diese Startliste hier zu kreieren, um eben auch ein möglichst realistisches Ergebnis hinzubekommen. Wir werden es nicht hundertprozentig hinbekommen. Das hier sind die Top 42 des Weltcups minus die Personen, die eben momentan verletzt sind. Deswegen gibt es natürlich auch die ein oder andere Veränderung. Sophia Schneider auf der 7, die werden wir natürlich hier nicht auf die 7 bekommen, da sie gar nicht erst hier mit am Start ist. Wir starten mal das Rennen. Wir sehen die Französin Caroline Colombo, die dort jetzt gleich als erstes auf die Strecke geht. Die erste Deutsche wird Anna Weidel mit der 19 sein, Janina Hettich mit der 21 und eben ja die heute Goldgewinnerin Denise Hermann auf Platz 23. Das, wie gesagt, war da jetzt durchaus ein bisschen überraschend, dass Denise Hermann hier Gold holt. Habe jetzt, wie gesagt, nicht ganz so viele Rennen dieses Jahr gesehen, aber wir schauen mal nochmal drauf. Furioser Auftritt in der Mixed-Staffel, da war sie schon sehr, sehr stark und jetzt hat sie das dann eben auch im Einzel nochmal hingelegt, im Sprint, so rum ist es richtig. Also das richtig nice. So kann die WM in Oberhof doch wirklich starten und losgehen. So, ich mache mir hier gerade nochmal ganz schnell die Ergebnisliste drauf, damit wir eben auch die einzelnen Athletinnen so ein bisschen begleiten können. So, erste Zwischenzeit, gut, wir können mal ein bisschen zurückgehen. Da steht jetzt die siebte Athletin gerade im Häuschen. Wir werden das hier schon auch ein bisschen ruhiger durchgehen, gerade wenn man eine Prognose dann macht, dann ist es vielleicht auch nochmal interessanter mit der 6 Magnusson. Ah ne, Hanna Öberg ist das, die also relativ früh hier auf der Strecke ist und auch natürlich gleich mal läuferisch die Bestzeit hinlegt. Jetzt kommt die Französin auch schon zum ersten Schießen. Also wir schauen mal, Colombo startet hier. Ich weiß gar nicht, wo die im Endeffekt gelandet ist. Schauen wir mal, Colombo. Klingt ein bisschen nach einer alten Krimiserie. War die überhaupt mit am Start? Zumindest habe ich sie bislang nicht in der Ergebnisliste gefunden. Sie schießt auch zwei Fehler, also wird sie wahrscheinlich keine große Rolle gespielt haben. Also ich habe sie hier nicht drin. Wahrscheinlich habe ich sie irgendwo überlesen. Auf jeden Fall dreht sie erstmal ihre Runden. Magnussen ebenfalls mit zwei Fehlern. Wir gehen vielleicht mal zu Öberg. Das ist eine der Mitfavoriten. Natürlich Hanna Öberg heute 2,2 Sekunden nur hinter Denise Hermann. Das wird jetzt interessant, das zu sehen. Die Österreicherin Gandler ebenfalls mit der 0. Drehen die Kamera mal. Schauen mal, was Hanna Öberg hier beim ersten Schießen macht. Tandre Wold mit einem Fehler beim letzten Schuss. Hanna Öberg legt los wie die Feuerwehr und trifft eben auch alle 5 Scheiben. Das wird wahrscheinlich dann die Bestzeit werden nach dem ersten Schießen für die Schwedin. Dorothea Wira ist jetzt auch da. Sicherlich auch eine Mitfavoritin. Allerdings heute nicht ganz vorne mit dabei. Also ich hätte es natürlich gerne gesehen, das Rennen. Aber musste halt leider noch arbeiten, beziehungsweise ja Schulunterricht. Der war es dann viel eher. Dorothea Wira, da hat es nur für den 19. Platz gereicht. Also erstmal Hanna Öberg nach dem ersten Schießen vorne vor Wira und Gandler. Da sind schon relativ große Abstände. So, Pimsteinewick versuche ich jetzt auch mal richtig auszusprechen, ganz seriös hier durchzugehen. Klemenčič mit einem Fehler. Wir können natürlich auch einfach mal an den Schießstand gehen und hier so ein bisschen beobachten, wer hier nach und nach so kommt. So, Jean Monod mit zwei Fehlern. Minkinen versucht es jetzt ebenfalls. Persson mit einem Fehler. Minkinen auch fehlerfrei durchgekommen. Fialkova ist da, eine von den Fialkovas. Bleiben wir jetzt mal hier so ein bisschen am Schießstand und da kommen auch schon wieder die ersten zum zweiten Schießen. Colombo wieder mit zwei Fehlern, also das ist richtig, richtig schlecht, was die Französin hier gerade hinlegt. Kurzer Cut, musste nur mal ganz kurz die Ergebnisliste nochmal neu laden. Also wir schauen mal.
laufen vielleicht dann auch gleich mal wieder mit ein paar Athletinnen mit, um hier so einen Überblick zu haben. Es ist nicht so ganz optimal leider darzustellen. So, Athletin mit der Rückennummer 9. Können nochmal ein bisschen mit den Kameras eben auch spielen. Hier geht es dann zum Start. Hier kann man sich am Ziel das Ganze nochmal anschauen. Okay, mit I pausiert man auf jeden Fall. Das haben wir jetzt auch schon mal rausgefunden. Im Ziel noch nichts. Schauen wir mal, die erste Athletin Colombo müsste dann jetzt auch gleich Richtung Ziel schon kommen. Wen haben wir hier? Magnusson. Wo ist Hanna Öberg? Die müsste doch da auch schon irgendwo kommen. Da sehen wir auch schon die Schwedin, die natürlich hier mit 19,4 Sekunden erstmal deutlich vorne ist. Zweimal mit der 0 durchgekommen, die Schwedin. Das ist schon sehr, sehr stark. Da haben wir sie mit der Nummer 6. Also die wird hier sicherlich erstmal in Führung gehen und ein gutes Wörtchen rund um Gold mitreden. Weidel mit der 0, Hettich ist jetzt ebenfalls am Schießstand. Da gehen wir vielleicht mal ganz schnell zum Schießstand. Dann müsste doch auch Denis Herrmann eigentlich bald kommen. Schauen wir mal drauf, da unten kommt sie jetzt. Also Hettich ebenfalls mit der 0. Wie gesagt, die Zwischenzeiten sind hier nicht ganz so optimal. Wir sehen jetzt da unten einen Split 7 Kilometer. Aber wir schauen mal, wie Denis Herrmann jetzt beginnt. Leider mit einem Fehler. Das ist wahrscheinlich schon zu viel, um sich hier wirklich Gold zu holen. Es bleibt aber bei dem einen Fehler. Also Denis Herrmann einmal in die Runde. Ich weiß gar nicht, mit welcher Nummer sie da gestartet ist. Okay, hier sind wir bei der Nummer 12 immerhin. Ah, okay, so kann man also dann noch weiter zurückgehen. Da sind wir dann jetzt bei der Nummer 19 bei Anna Weidel mit dabei. Okay, aber 22 oder sowas kann ich nicht eingeben. Schauen wir trotzdem mal weiter drauf, vielleicht auch ganz interessant, bei Anna Weidel, bei der relativ jungen Deutschen ja noch mit dabei zu sein. Kommt jetzt gleich zur nächsten Zwischenzeit, bei Kilometer 5,2, beim ersten Mal mit der 0 durchgekommen, 11,7 Sekunden. Hier ist Anna Öberg vorne vor Lisa-Theresa Hauser und Dorothea Wira, die auch die Doppel-0 geschossen hat. Jetzt bleiben wir mal bei Anna Weidel, wenn die hier die 0 schießt, wird es immerhin vielleicht ein ganz gutes Top-10-Resultat. Da sehen wir schon, wie stark Hanna Öberg einfach in der Loipe ist. So wie Minkin verliert 17 Sekunden hier schon. So, let's go, Anna. A. Weidel halt nach wie vor keine besonders gute Abkürzung. Muss man ja mal ehrlich sagen. Sie beginnt mit dem Fehler. Jima nebendran mit zwei Fehlern. Weidel mit einem Fehler. Wird es dann doch eng mit den Top 10. Janina Hettich ist da. Bleiben wir mal am Schießstand. Schauen wir mal drauf, was Hettich macht. Und Denis Herrmann müsste auch gleich kommen. So, auch hätte ich mit einem Fehler. Also aus deutscher Sicht läuft es jetzt hier nicht so richtig gut nach dem zweiten Schießen. Anna Weidel auf der 8. Hätte ich bleibt bei einem Fehler, muss in die Runde. Denis Herrmann kommt jetzt gerade hin. Legt sich dort auf Bahn Nummer 3. Mal schauen, was da so geht für Denis Herrmann. Der zweite sitzt. Hey, hey, komm schon. Und ah, der letzte ist es. Also das wird nichts werden, keine Medaille für Deutschland, das kann man glaube ich hier jetzt schon mal so sagen, zwei Fehler ist definitiv zu viel und wir gehen mal wieder zu Anna Weidel auf die Strecke und schauen uns die Zwischenzeiten an, sie kommt jetzt bei 7 Kilometer durch, immer noch Hanna Öberg vorne vor Lisa-Theresa Hauser und Dorothea Wira, Reuseland auf der 4, das wäre realistisch, wir hätten auf jeden Fall eine starke Italienerin, Vitozzi wäre das normalerweise gewesen heute mit dem 5. Platz, hier ist es jetzt Dorothea Wira, die den Platz einnimmt. Ich weiß gar nicht, wo Lisa-Theresa Hauser im Endeffekt gelandet ist. Auf dem 13. Platz mit einer Minute Rückstand. Also die ist hier auch ein bisschen am Overperformen. Chevalier unten mit einem Fehler. Lunda kommt fehlerfrei durch. Vanessa Vogt kommt fehlerfrei durch. Die haben wir noch gar nicht so richtig auf dem Zettel gehabt. Anna Weidel jetzt auf Platz 11 im Ziel. Begleiten wir... Ach Quatsch, nicht auf Platz 11 im Ziel, sondern bei der letzten Zwischenzeit. Jetzt kommt sie ins Ziel und ist dann eben genau 11. mit 31,5 Sekunden Rückstand. Oh, das ist aber auch besonders schön. Also das sollte man nicht tun. So, Gasparin mit der 0. Können nochmal an den Schießstand gehen. Unten sehen wir ja, wie es im Ziel steht. Hanna Öberg vorne vor Theresa Hauser. Reuseland auf der 4. Tandrevold auf der 5. Gislava mit der 0. Wir haben natürlich auch noch Elvira Öberg, die da jetzt die 0 geschossen hat. Wird vielleicht auch nochmal ganz interessant. Das Problem ist jetzt, dass ich nicht zu den Athletinnen gehen kann, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ah, okay, so kann ich auch ausblenden. Das will ich natürlich nicht. Da kann ich wieder Pause machen. Kann ich hier irgendwie noch was mit F1 oder sowas machen? Wahrscheinlich auch nicht.
So kann ich nur zu den Athletinnen wechseln, die halt schon im Ziel sind. Das ist ziemlich doof. Gerade bei 42 kommt man über die Shortcuts dann irgendwann nicht mehr so richtig hin. Wahrscheinlich ist am interessantesten, wenn man sich hier den Massenstart oder Verfolgung anschaut. Das ist wahrscheinlich echt am spannendsten. So, Denis Hermann trotzdem auf der 5, 21,2 Sekunden mit 2 Fehlern der Abstand. Passiert jetzt erstmal nicht ganz so viel. Davidova noch mit der 0. Ich weiß gar nicht, wie die hier durchgegangen ist. Wie gesagt, schade, dass man eben vorher nicht nochmal ein bisschen die Möglichkeit hat. Ach, guck mal hier. Hier können wir bei Split 7 immerhin nochmal die Zwischenzeit uns anschauen. Die Überg-Schwestern sind vorne. Hanna und Elvira, dann Lisa Theresa Hauser. Da ist jetzt Davidova, die beim ersten Schießen einen Fehler gemacht hat, auf die 6 gelaufen. Dann die beiden Schweizerinnen Gasparin und Basserga. Ich weiß gar nicht, wo waren die heute? Ja, die Schweizer waren nicht so stark. Gasparin auf der 20. Und Lena Hecki auf der 28. Ami Basserga, Basinga, sage ich da immer, auf der 39. Also jetzt auch kein absolutes Spitzenresultat. Ich würde sagen, dann können wir nämlich auch mal Richtung Ziel gehen. Und warten jetzt mal auf die nächsten Einläufe, die hier so kommen. Lisa Vitozzi mit 3 Fehlern nur auf der 23, Idalin auf der 21. Vanessa Vogt, beste Deutsche, auf der 7 mit 20,7 Sekunden Rückstand. Julia Simon kommt auf die 6. Das eigentlich ja auch ein bisschen überraschend, dass sie hier nur 6. wird, aber sie ist heute generell nur 11. geworden. 2 Fehler geschossen. Das ist natürlich ein bisschen too much. So, momentan weiterhin Gold und Silber für Schweden hier bei uns. Das hat sich in der Realität ähnlich dargestellt, nur dass Lynn Persson dort halt auch noch extrem stark war. Die ist bei uns nur auf der 16 mit 25,2 Sekunden Abstand. Wie gesagt, es ist echt doof. Ich würde jetzt echt gerne natürlich noch ein paar Athletinnen zeigen, aber es geht halt leider einfach nicht. Anna Gandler macht das Schlusslicht für Österreich. Da schauen wir nochmal, wir haben schon gesagt, Lisa Theresa Hauser auf der 13. Janina Hettich auf der 23, die hat hier doch auch leicht besser performt. Es sind jetzt noch ein paar Athletinnen draußen, kommen gleich noch. So, aber die Medaillen scheinen vergeben zu sein. Elisa Gasparin schiebt sich noch in die Top 10. 2 Athletinnen sind noch da. Schauen wir mal, Suvi Minkin, die ist heute auf Platz 35 reingelaufen. Macht hier den 21. Platz. Polona Klemenčić, Colombo haben wir ja am Anfang noch gesehen. Das war klar, dass die jetzt nicht ganz so stark sein wird. Viel zu viele Fehler geschossen. Also es wird wohl der schwedische Doppelsieg werden. Da kommt Lotte Lee rein auf der 21 und als letztes im Ziel haben wir jetzt nicht genau gesehen, aber auf jeden Fall das Ergebnis. Hanna Öberg, Elvira Öberg, Lisa Theresa Hauser, Dorothea Wira und Marte Olsby-Reuseland. Kein Sieg, kein Gold für Deutschland. Denis Hermann nur auf der 9, 2 Fehler. Wenn sie die nicht geschossen hätte, hätte sie, denke ich mal, schon Richtung Podium laufen können auf jeden Fall, aber gegen die Öbergs war da kein Kraut gewachsen, aber Bronze für Österreich. Also das ist doch immerhin schon mal was. Wir haben ja viele Österreicher in der Community. Könnt ihr euch die Medaille umhängen, die es heute für euch eigentlich nicht gab? Da gab es nämlich Gold für Deutschland, wie wir es immer so schön beim Wamsi-Michel sagen. Also ich finde das Konzept eigentlich ganz interessant. Wie gesagt, es ist von der Kameraführung nicht ganz optimal darzustellen. Das ist halt immer ein bisschen schade. Aber im Massenstart ist es eigentlich ziemlich nice, weil da kann man zwischen den Top 19, 20 Athletinnen hin und her schalten. Deswegen, da wird es dann, glaube ich, ein bisschen einfacher. Verfolgung ist eigentlich ja auch ganz spannend. Da versuche ich dann eben auch ein realistisches Ergebnis bzw. eine Startliste dann eben auch darzustellen, damit wir einfach mal schauen können. Dasselbe würde ich jetzt noch für die Herren machen. Wir können nochmal ganz kurz in die Statistiken reinschauen. Läuferisch die Öbergs natürlich ganz weit vorne. Shooting Time waren sie auch richtig gut. Hanna Öberg 0,7 Sekunden, nur die Lena hat noch schneller reingehackt. Das war schon ordentlich. Elvira Öberg 2,7 Sekunden hat es am Schießstand verloren. Generell in der Rage Time 2 Sekunden hinten. Also das nicht ganz optimal. Shooting Time bei Denis Hermann. Jo, 5,5 Sekunden verliert sie dort. Also selbst wenn es die 0 geworden wäre, hätte sie das in der Loipe ja gar nicht mehr rausholen können. Selbst da war sie ja schlechter als die beiden Schwedinnen. Also ich mache das jetzt wahrscheinlich noch mit den Männern. Muss ich mal schauen, ob ich die Zeit jetzt noch finde. Und mache auch noch ein bisschen Skispringen, das müsste dann eigentlich auch noch kommen und dann sind wir doch erstmal ganz gut versorgt. Also,
Das war mal der Sprint der Damen. Nicht ganz so erfolgreich bei uns. Wir gehen nochmal zum Resultat zurück, wie es in der Realität war. Aber ich würde jetzt auch mal sagen, ich glaube, ihr nehmt den Sieg von Denise Herrmann heute lieber in der Realität als hier bei uns im Game. Mal schauen, ob wir die Herren ein bisschen erfolgreicher hinbekommen. Oder vielleicht ist es auch gut. Ein gutes Omen, wenn sie nicht ganz so erfolgreich bei uns abschneiden. Aber, also, Dankeschön fürs Schauen und bis bald.